Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Frohes Neues nochmal. Es ist schon der 2. Januar. Ich habe gestern nicht gevloggt. Ist heute der 2.? Ja, heute ist der 2. Januar. Gestern lagen wir eigentlich hauptsächlich auf dem Sofa, haben einen schönen Neujahrsspaziergang gemacht mittags. Es war richtig, richtig, richtig schönes Wetter. So richtig blauer Himmel und durch die Felder. Und es waren ganz viele Menschen unterwegs. Also jetzt kein Gedränge oder so, aber man hat gemerkt, die Leute wollten an die frische Luft. Bernd und Calvino sind jetzt gerade ausliefern. Die werden den ganzen Vormittag weg sein. Die haben auch so noch ein bisschen Sachen zu tun, was sie erledigen wollten. Und ich bin hier mit Smurfy alleine. Wir machen den Haushalt, oder ich eher gesagt. Ich habe schon das Sofa abgesaugt und die Decken gewechselt. Und ja, dadurch, dass wir so viel gegammelt haben, ich sag euch, ne, ist das bei euch auch so? Also wenn man einen Tag nichts macht, also nicht so wirklich die Dinge dahin räumt, wo sie hingehören und einfach mal so liegen lässt. Also hier zum Beispiel, normal habe ich mir vorgenommen, abends die Küche aufzuräumen. Das habe ich jetzt gestern nicht gemacht. Wir haben gestern nochmal Raclette gemacht. Und ja, dann sieht es halt so aus, ne? Und ich bin jetzt schon seit 2 Stunden zugange und ja, habe mich jetzt gerade erstmal fertig gemacht. Jetzt die Kamera angeschmissen. Dann war ich im HWR, habe mir die Dinger hier rausgeholt. Diese Stillpads-Dinger. Die wollte ich mal auspacken und ich habe ja das 2 Paar davon. Das ist halt, wenn man einen Milchstau hat oder so, ne, dann kann man das, mein Akku ist leer. Ein Moment. Also wenn man halt einen Milchstau hat, dann soll man ja vor dem Stillen wärmen und dann kann man die in die Mikrowelle packen. Und nach dem Stillen soll man kühlen und dafür kann man die in den Kühlschrank packen. Und deswegen habe ich mir 2 Paar bestellt. Also 2 Paar, dann kann ich nämlich 1 Paar jetzt schon mal in den Kühlschrank legen zum Abkühlen oder Aufkühlen, oder kann man die auch ins Tiefkühlen? Wärme wirkt anregend und fördert den Milchfluss angenehm vor dem Stillen. Kalt lindert Beschwerden bei Milchstau und Brustentzündung, am besten nach dem Stillen. So geht's. Mikrowelle im Schutzvlies. Ist dabei, Schutzvlies. Flach liegend erwärmen. Ach so, hier. 700 Watt, 16 Sekunden. Und dann halt so eine Tabelle. Im Kühlschrank oder Gefrierfach für mindestens 2 Stunden aufbewahren. Ja, super. Bei Calvino hatte ich sowas nicht. Da habe ich mich mit Quark rumgequält. Und das war echt Quälerei. Das sind halt so Gelperlen. Ein bisschen. Aber egal, wenn es hilft, dann ist doch gut. So, dann gucken wir mal. Das ist ja schön, dann kann man das auch waschen. Diese Fließdinger. Ja, ich hatte gestern schon so ein Gefühl irgendwie, also es war jetzt nichts mit Venen oder so, ich hatte einfach nur so ein Gefühl, dass es losgeht. So, ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. Es war einfach nur ein Gefühl. Und Bernd war dann sofort so, ne, hat er alles, weil er ja heute ausliefert, alles schon vorbereitet, dass jemand anders zur Not ausliefern könnte. Ich sag, ja, das geht bestimmt nicht los. Das war einfach nur so, so ein Gefühl. Aber ja, war natürlich nicht der sein kann. Was ist denn heute? Samstag. Ach, heute ist 39. Schwangerschaftswoche, beginnt heute. In 2 Wochen ist ET. Und demnach sind es ja noch 14 Tage, glaube ich. Keine Ahnung, ihr werdet es ja sehen. Ist ja der Baby-Countdown. Ich schreibe das ja immer vorne dann auf das Video drauf, wie viele Tage noch zum ET sind. So, und die packe ich jetzt ins Eisfach. Ich hoffe, dass das alles so klappt mit dem Stillen diesmal. Ich habe jetzt die 2. Packung auch schon mal geholt, weil dann packe ich die auch schon mal ein in diesen Vlies, was dabei ist, zum Wärmen. Ja, eine Milchpumpe habe ich mir nicht geholt. So, und die lege ich dann am besten direkt auf die Mikrowelle. Dann sind sie da schon mal, wo sie gebraucht werden. So, okay. Ich wollte heute ein Brot backen, ein Toastbrot mit unserem supergeilen
Brotbackautomat. Ich habe mir schon ein Rezept rausgesucht. Das zeige ich euch nachher. Das ist von Chefkoch. Ihr wisst, da bin ich immer ganz viel unterwegs und suche mir da Rezepte raus. Ja, die Küche aufräumen und wenn dann die Männer wieder da sind, dann geht es hauptsächlich ans Chillen heute. Also es wird nicht so viel passieren. Wir machen heute noch einmal Raclette und dann reicht uns das erstmal für diese Session. Also jetzt haben wir 3 Tage Raclette gemacht, jetzt können wir es so langsam nicht mehr sehen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, Toastbrot ist angesetzt. Hier ist das Rezept, englisches Toastbrot. Ja, kann man ganz leicht auch veganisieren, wenn man möchte. Oder halt so, wie es hier steht. Kann man sich ja selber aussuchen. So, in 3,5 Stunden können wir dann Toast essen. Sieht doch gut aus, oder? Bisschen abkühlen lassen. Ich hatte erst Angst, dass das so überläuft und dann hier die Scheibe voll macht und überall runterknallt. Ja. Nachher erstmal probieren den Toast. Ja, bitte. Wer kommt denn da? Da im Wintergarten, der geht gerade mit dem Smurfy runter. Willst du mitgehen? Nein. Ja, hast du Hunger? Ja, Entschuldigung, du störst nicht. Da ist Miracoli noch. Kannst du warm machen oder kalt essen, wie du magst. Also jedenfalls, der Bernd ist jetzt eben mit dem Smurfy eine Runde. Und ich versuche hier einen Film rauszufinden aus Netflix. Wir haben ja die Walking Dead Serie weitergeguckt. Und jetzt sind wir irgendwie bei Staffel 5. Und das interessiert mich so gar nicht mehr. Und jetzt weiß ich nicht, was wir gucken sollen. Keine Idee. Furchteinflößende Filme. 7. Und Calvin ist oben jetzt. Also jetzt ist er hier unten, aber normal ist er oben und spielt mit seinen Freunden. Per Telefon und so. Und ihr seht euch, manchmal macht ihr auch FaceTime, oder? Selten. Selten. Ich habe geschlafen 1,5 Stunden, weil ich so müde war. Weil ich war heute Nacht wieder wach von 3 bis 5, glaube ich. Ja. Bisschen den Schlaf nachgeholt. Das hat er noch nicht zerstört, sein Einhorn, ne? Mark, er sagt er, weil er keine Augen hat. Ja, aufgenähte Augen, ne? Wir haben gerade jetzt hier angefangen, Secret in the Eyes, den Film. Der ist richtig gut. Von, was war das? Von 2015, ne? 16. 16 mit Julia Roberts. Und einigen anderen Schauspielern, die man so kennt. Und der ist richtig interessant. Aber jetzt gehen wir gleich noch mit dem Smurfy Runde. Dann gucken wir den zu Ende. Geht's denn? Hörst dich an wie so ein Beißer von Walking Dead. Ich habe gerade noch mal bei DM geguckt, was ich alles brauche fürs Wochenbett. Und dann hat eine Freundin mir noch geschrieben, dass ihr damals Lavendelöl total geholfen hat bei den Geburtsverletzungen. Und dann wollte ich erst welches bestellen. Aber bei DM gab es kein Lavendelöl. Und von Amazon, da gibt es zwar welche, aber ich weiß nicht welches. Ob das halt irgendein besonderes medizinisches Lavendelöl sein muss oder einfach ein naturreines, was meinst du, Bernd? Naturreines Bio-Lavendelöl. Und dann kann man halt so. Huch. Dann kann man so entweder Sitzbäder machen oder eine Spülung. Ich habe ja dieses Happy Po. Ich habe ein Happy Po. Ich habe ein Happy Po. Zahnbürste, Happy Po? Zahnbürste, ja. Bernd sagt immer. Was sagst du immer? Du willst dir damit die Zähne putzen, ne? Nee,
Nee, Munddusche, denke ich. Munddusche. Ja, kannst ja machen, da ist ja nur Wasser drin. Aber der Gedanke einfach ist schon so komisch, ne? Nein, für mich nicht. Ich bin offen für alles. Du bist offen für alles. Sollen wir dann mit dem Essen Tier oder? Ja, wir gehen eben. Wir machen nur noch einen Gammeltag nach dem anderen. Im Endeffekt ist jetzt nochmal mit dem Smurfy rausgegangen und wir haben uns dazu entschieden, dass wir kein Raclette wieder machen. Wir können es irgendwie nicht mehr sehen. Ich habe absolut keinen Bock mehr darauf, auch auf diese frittierten Pilze und so, die wir dabei immer gemacht haben, obwohl die ja echt mega lecker sind, aber ja, ich kann es nicht mehr sehen. Und Bernd auch nicht. Dann hatten wir überlegt, was zu essen zu bestellen, aber wir konnten uns nicht so recht einig werden, von wo, also ob jetzt Pizza oder ob wir was holen, Burger King oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir kochen einfach ein Süppchen. Ich habe ja hier das Toastbrot gebacken, was richtig lecker ist. Guck mal, wie groß das ist. Das ist voll lecker. Ja, also wer ein leckeres Toastbrot-Rezept haben möchte, kann das gerne nachbacken. Ich versuche gerade die Teighaken hier rauszuholen. Ja, und dann kann ich auch endlich dieses ganze Geschrömmel hier wegräumen von dem Raclette, ne? Was man immer so stehen lässt. Hier so zum Beispiel das Paniermehl steht hier noch. Das kann jetzt alles weg. Können wir hier klar Schiff machen. Dann kann der Raclette-Grill wieder weg. Die Fritteuse kann ich sauber machen. Die sieht aus. Das Fett, das... Ja, das werde ich alles jetzt nicht heute, aber nach und nach alles sauber machen. Ich wollte jetzt schon mal die Suppe aufsetzen. Und dann essen wir Abendbrot. So, das ist jetzt unsere Suppe. Da ist Blumenkohl. Ne, Brokkoli ist das Grüne, ne? Eine Buchstabensuppe mit Prinzessbohnen und Brokkoli. Dann haben wir hier Aufschnitt. Oh, ist ja nicht mehr viel Aufschnitt da. Egal. Hier noch, dann haben wir noch Ei von heute Morgen. Also Tofu-Rührei. Speck. Und das ist dieser eingelegte Blumenkohl von Silvester. Hier haben wir noch mehr Salami und so. Hier Mini-Maiskolben, Mini-Zwiebeln, alles Mögliche. Ne? Guten Hunger. Den Sauerteig noch oder angesetzt habe. Ich wollte heute wieder ein Brot backen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und jetzt ist es 7 Uhr. Ja, ich war schon duschen, alles. Und mir ist übel. Ich trinke eine Fanta. Mit Eiswürfeln. Das hilft mir immer ganz gut. Und Baby ist immer noch da. Ja. Bernd ist auch wach geworden. Smurfy, komm! Langschläferbiegel. Ja gut, ich werde mich jetzt verabschieden von dem Glück. Ich werde Sonntagsbrötchen backen und wenn ihr die sehen möchtet, dann schaltet morgen wieder ein. Ciao!